Glas nie zurücknehmen. Dafür hast du den aber. Oh, hey, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer kleinen Umfrage und Diskussion. Und zwar... Erzähl mal, was war? Hat jetzt hier. Erzähl lieber erstmal du, bevor du Also Tati war im Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte das Spiel sicher verloren. Also die mehr hat das gespielt, ich habe Boston gespielt. Also es war Leitende Liga, Online-Match, DN erstmal. Ja, ich hätte das Spiel sicher verloren. Aber dann hat Tati drei Monster gehabt und somit hat Colosseum, hätte mich nächste Runde nicht mehr blockiert. Und danach hat er Tin Effekt genutzt in der Endphase und wollte noch in der Endphase noch eine verdeckte Falle setzen, die spielentscheidend gewesen wäre. Ja, das war Cosmo Joe. Okay. Aber das war erstmal nicht so, wie er erzählt hat. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Erstmal seine Rede. Nein, es war... Ja, und das war nicht mal Tin Effekt, das war nicht mal Tin Effekt. Okay, aber also, du lügst hier rum, wir sind hier auf YouTube. Das ist einfach mal die Wahrheit, Mann. Oh mein Gott. Es war nicht mal Tin Effekt. Also, ich hatte Colosseum offen, ja, ich hatte ein Monster. Ich habe dann gezogen, das Mojo. Hab mir gedacht, okay, ich kann einen geilen Play raushauen, ja, um ihn halt dann für den nächsten Zug dann vollkommen zu zerstören, ja. Ich hatte, glaube ich, das Steuer draußen oder irgendwas, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe halt erstmal angegriffen, damit ich seinen Killing wegkriege. Ja, erstmal seine Monster alle weggehauen. Dann, Manifest 2, mache ich Effekt Stormen. Stormen holt einen Destroyer. Destroyer-Effekt. Und was noch? Auf jeden Fall war ich dann in der Endphase eigentlich. Ja, das war Strawman Effekt und da war ich schon in der Endphase, habe aber da vergessen, meinen Cosmojo zu setzen. Ich hatte dann drei Monster und habe da vergessen, meinen Cosmojo zu setzen. Und ich habe diesen Play eigentlich nur gemacht, weil ich diese Karte gezogen habe. Das hätte ich ja nicht gemacht. Ich habe nur hier, zack, Angriff fertig. Ja, ich hatte auch noch Call und alles. Genau, Call hat die noch. Ja, aber das kam alles klar. Warte. Dann habe ich dazu gesagt, ja, du, noch eine verdeckt in der Endphase, klar. Ja, war mein Fehler, aber da haben wir gedacht, weil wir uns erkennen und weil das jetzt vielleicht nicht so schlimm ist, ja, hat die Diskussion angefangen. Ja. Okay, sagen wir mal ehrlich, er wäre derjenige gewesen, er hätte gleich einen Loss gegeben. Ja. Warte, wir sind auf YouTube. Lüg jetzt nicht. Wir sind auf YouTube. Ich lasse nie jemanden zurücknehmen, damit es keine Diskussion gibt. Nein, es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so. Ja, und nach Millionen. Das ist der ehrliche Spieler, wollen wir nebenbei erwähnen. Der 3 Colosseum im Main Deck hatte, obwohl er sie nicht aufgeschrieben hatte. Ja? Alter, ihr wisst, es war unabsichtlich. Es war unabsichtlich. Als Strafe musste ich es ja dann alle spielen. Ja. War das eine Strafe oder eine Belohnung? In dem Moment war es eine Belohnung, hast du aber trotzdem kassiert. Hat dich selbst überstartet. Gegen ihn war es auch eine Belohnung. Alter, hey, die hat sich lieber Mann. Du hast es echt verdient. Game of Schicksal. Wieso hab ich es verdient? Wieso hast du es verdient? Auf jeden Fall. Kleiner Cheater, Alter. Klar, ich hätte sie natürlich vorher setzen sollen, aber ich wollte es einfach alle schnell machen. Zack, hatte Stormen, bla bla, bin gleich ins Deck gegangen und wollte das Spiel einfach beschleunigen. Ja? Und dann kam er natürlich eher, ja, und meinte, nein, Tati, das geht nicht, weil es ist spielentscheidend. Ich habe gemeint, ich bin nicht spielentscheidend, ja. Und du bist auch verlieren. Und dann hat er gemeint, nee, will ich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich hätte doch den Play so nie gemacht. Hätte Play so nie gemacht, wenn ich das Mutter nicht gehabt hätte. Verstehst du? Ja, ist ja also, klar. Ja, deswegen habe ich da auch, jetzt auch schnell gespielt, bin gleich ins Deck gegangen und da war ich in Endphase. Aber ich habe nicht mal auf Next Player gedrückt, weißt du schon? Dass er dann dran ist, sondern ich war in meiner Endphase, weißt du? Und hab mir gesagt, okay, das ist jetzt schlimm. Klar, wenn ich jetzt den gedrückt hätte und er hat schon eine Karte gezogen, dann sehe ich es halt vielleicht anders. Ja, aber das war nicht der Fall. Was ist dann passiert? Ja, da hatte ich keinen Bock mehr, hab gesagt, hier, scheiß drauf, dann bin ich ausgegangen. Nein. Hab ich quittet. Ja, er wollte es dann nicht zurücknehmen. Das ist ja noch gar nicht online, ne? Nein, ist auch nicht, weil es wieder ein wiederholtes Spiel. Ja, Fahrzeug drauf. Jetzt wiederholt? Was? Ja, hat er nicht gezählt anscheinend, keine Ahnung. Du ja. Hast ja... Weißt du, wer hätte denn so gewonnen? 1-1 wäre es dann gewesen. Nein, es war das erste Game. Ich hätte dann 1-0. Ich war nur im Vorteil. Ich hatte wirklich Colosseum offen und Ding. Hätte ich sogar nichts gemacht, nur das Steuer gelassen. Ich hätte sogar noch voll verdeckt. Er hätte auch nichts machen können. Verstehst du, was ich meine? Ja, passt schon. Ja? Fragt mal die Fans jetzt. Ja. Weißt du? Also, jetzt nochmal zu euch. Ja. Aber wie findet ihr die
Reaktion? War das ein Fehler von mir oder hätte es durchgehen lassen können oder nicht? Ja. Sag mal ein paar Sachen. Das letzte Leben war. Wie ihr darüber reagiert hättet, ja. Wäre echt interessant, mal zu wissen, wie andere Leute darüber reagieren. Ja, wie macht es ihr so mit euch? Lasst ihr zurücknehmen oder so? Also ich würde zurücknehmen. Ganz ehrlich, Jungs. Es ist immer zurücknehmen. Es verliert an Reiz, ja. Wenn ihr ein richtiges Turnier spielt und der Gegner jeden Fehler zurücknehmen lässt, ja, ich meine, es ist, ihr seid zwar Freunde, aber während des Duells gibt es den Spaß einfach. Nicht zurücknehmen. Es war nur noch eine Karte. Entschuldigung, aber in meinem Land heißt Endphase, das ist, der Spielzug ist vorbei. Ja. In deinem Land heißt es, glaube ich, was ist. Also, danke euch, wir würden mehr was von euch hören. Ja, wie ihr darüber denkt. Also, ciao, ciao. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht so.